Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. So Freunde, herzlich willkommen zu der ersten Folge der VfB Stuttgart Karriere. Wir werden heute den ersten Monat, den man im Karrieremodus spielen kann, durchmachen. Lasst doch gerne für die neue Karriere ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt doch einen Kommentar rein für Transfers oder für Transfervorschläge, denn ich zeige euch jetzt, wie ich den Kader geplant habe. Auf der Torhüterposition ist der Fall klar, wir gehen rein mit Fabian Bredlow und Alexander Nübel. Somit werden wir Florian Schock auf die Transferliste setzen, wie auch Dennis Simon. Ah nein, den machen wir sogar auf die Leihliste. Auf der Linksverteidigung haben wir Stand jetzt nur Maximilian Mittelstädt. Wir werden einen 5-4-1 spielen, das habt ihr ja schon gesehen. Und ja, da habe ich ganz klar Maximilian Mittelstädt eingeplant. In der Innenverteidigung wird es dann interessant. Wir haben Waldemar Anton, Hiroki Ito, dann Axel Zagadou möchte ich auf die Transferliste setzen, weil, ja, es tut mir leid, wir haben andere Männer, die ich besser finde und ich finde, Zagadou hat nicht wirklich überzeugt in Real Life bei Stuttgart und ich habe einen anderen Mann, den ich wichtiger sehe. Dann mir Leonidas ist der Jou ausgeliehen und Anthony Rold ausgeliehen und Pascal Stenzel machen wir zum Innenverteidiger. Somit brauchen wir auch einen neuen Mann auf der rechten Seite, denn Stand jetzt haben wir nur Joscha Wagnumann. Dann Atakan Karasor wird ebenfalls ein Innenverteidiger, weil er nicht auf der 8 spielen kann und ich finde ihn ziemlich sympathisch und auf die Innenverteidigung wird er auch hochgehen mit dem Rating und deshalb auch ein Stammspieler sein wahrscheinlich. Dann Jordan Meyer werden wir verkaufen. Dann haben wir einen Chris Führig, der absolut gesetzt ist auf dem linken Flügel und stand jetzt nur auf der 8. Nicolas Nadei und Angelo Stiller. Da brauchen wir noch zwei neue Männer, denn Leonard Münst ist einfach zu schlecht und wird verkauft. Aber Laurin Ulrich wird verliehen, weil er noch zu schlecht ist für die Mannschaft. Dann Genki Areguchi wird auf die Transferliste gesetzt. Und dann Jongwu Jung wird auf den Flügel untrainiert, denn dort sehe ich ihn bei uns auf der linken Seite als Chris Führig. Satz. Und was dann Enzo Milo angeht, den möchte ich auch auf dem Flügel umtrainieren, denn auf der 8 kann er nicht spielen. Also es wird auch zu lange gehen, ihn umzutrainieren, deshalb Enzo Milo wird untrainiert auf dem rechten Mittelfeld, aber wird verliehen, denn wir haben schon einen Spieler ausgeliehen, den ich dort eher spielen möchte. Lilian Egloff wird dann ebenfalls verkauft. Dann Luca Raimund wird auf die Leihliste gesetzt, ist noch jung. Roberto Massimo werden wir ebenfalls verkaufen. Dann haben wir hier ein Silas auf der rechten Seite, der gesetzt ist. Dann Momo Sissé wird verkauft. Dann haben wir im Sturm Seru Girassi und Dennis Undav geplant. Und Jamie Leveling wird auf die rechte Seite umtrainiert und wird auf dem rechten Mittelfeld spielen. Und somit ist unser Kader geplant. Wir brauchen zwei neue Achter und zwei Außenverteidiger. Der Rest ist eigentlich gut geplant und so sieht dann unsere beste Aufstellung aus. Und so sieht unsere erste Startformation zum jetzigen Stand aus. Natürlich, die Bank stimmt noch nicht überein. Einfach mal auf dem Blatt unsere Startelf. Und ja, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber ja, wir brauchen noch neue Außenverteidigung, um einfach ein bisschen Konkurrenzkampf zu schaffen und einfach damit wir gut aufgestellt sind für die Saison. Und auf der 8 brauchen wir auch dringend einen neuen Mann. Wir werden auch ein Scouting-Netzwerk aufbauen. 9 Monate Deutschland natürlich. Um nochmal klarzustellen, was wir in dieser Folge behandeln werden. Wir werden einfach den ersten Monat, zwar Juli, durchgehen, aber in dieser Folge wird natürlich auch das Vorbereitungsturnier gespielt, denn im nächsten Monat geht es dann auch schon rein in die Bundesliga, aber zuerst werden alle Testspiele gespielt und wenn hier ein Testspiel ist, simulieren wir bis zu diesem Tag und ihr werdet natürlich alle Testspiele wieder live sehen. Chris Führig kriegt ein Transferangebot von Olympique Marseille und das wäre eigentlich interessant, aber in dieser Karriere oder in Real Life war zuvor dieser Saison noch nicht wirklich so ein Name, deshalb lehnen wir das Ganze ab und starten in die erste Saison rein mit Chris Führig auf dem linken Flügel. Im Hintergrund seht ihr eine Menge Transfers, gehen langsam soweit über die Bühne, aber ich werde euch erst davon berichten, wenn es ganz klar und fix ist. Und jetzt hier eben das Angebot für Silas werden wir ebenfalls ablehnen. Osasuna ist etwa im selben Stellenwert wie Stuttgart zu sehen, deshalb werde ich das Ganze mal ablehnen. Wir werden uns für dieses Vorbereitungsturnier entscheiden. 2,65 Millionen
ja, so ein, zwei gute Gegner, die wir hier kriegen können. Also eine gute Vorbereitung für uns. Ihr seht jetzt schon alle Transfers, die über die Bühne gegangen sind. Schock geht weg, Milo ist verliehen, Simon haben wir verliehen, Jordan Meyer haben wir verkauft, Momo Sissé haben wir verkauft. Und jetzt starten wir auch schon mal rein mit dem Einkaufen. Und unser erster Neuzugang wurde gefunden. Die neue Nummer 8 vom VfB Stuttgart heißt Yannick Gerhardt und wechselt vom VfL Wolfsburg für 8,5 Millionen nach Stuttgart zu den Schwaben. Die neue Nummer 3 vom VfB Stuttgart wird Derrick Köhn, ein weiterer Transfer aus Niedersachsen. Aus Hannover wechselt der Mann zu uns und wird uns sicherlich gut verbessern. Und erstmal letzter Transfer für diese Offensive ist der Rechtsverteidiger Felix Agu, der wechselt aus Norddeutschland von Werder Bremen zu uns. Da seht ihr die drei Männer, Derrick Köhn, unser neuer Linksverteidiger, Felix Agu, neuer Rechtsverteidiger und Yannick Gerhardt, unser neuer Achter, der ein bisschen Erfahrung in diese Mannschaft reinbringt, die schon sehr, sehr jung ist. Und so sieht Stand jetzt unsere Top-Aufstellung aus, eigentlich nur eine Änderung zu Yannick Gerhardt, der neu in der Startelf ist. Sonst wieder zwei weitere Spieler verlassen. Raimund und Ulrich werden beide ausgeliehen. Roberto Massimo wurde verkauft und wechselt in die Türkei. Unser neuester Neuzugang heißt Ludovic Reis und wechselt vom HSV in die Bundesliga zu uns. Und somit stößt er in die Startformation. Ludovic Reis und Yannick Gerhardt, das neue Mittelfeld. Und die Mannschaft hat sich wirklich gut geformt, würde ich mal behaupten. Ich werde die Trikotnummer von Yannick Gerhardt auf eine 13 ändern, weil er immer die 13 oder 31 hatte, deshalb passt das besser und werde dann Ludovic Reis die 8 geben. Oder wenn ihr andere Vorschläge habt für Trikotnummern, dann rein in die Kommentare. Und mit der folgenden Startformation springen wir rein ins erste Testspiel in der Allianz Arena und ihr seht nur die Tore. Pascal Stenzel auf dem Weg zum Tor, der Innenverteidiger. Pascal Stenzel scheitert, aber dann ist es Jong Wu Jung, der das 1:0 schießt. Oh, das ist der Ausgleich. Ivan Martin ist der Torschütze für Girona. Mittelstädt gut runter auf Hiroki Ito, der mit der Flanke auf Seru Girassi und er macht das 2:1. Vielleicht auch hier in dieser Karriere so gut wie in Real Life. Oh, der direkte Ausgleich. Stanciu ist der Torschütze zum 2:2 und es ist eigentlich ein Traumtor. Das erste Testspiel geht mit 2:2 aus und wir können uns zufrieden stellen, würde ich sagen. 1:1, ich meine 2:2 sieht schon mal besser aus als in der letzten paar Karrieren. Und wir kriegen die Nachricht, dann Axel Zagadou hat sich verkauft und wechselt ebenfalls wie Roberto Massimo in die Türkei, zwar dieses Mal zu Fenerbahce Istanbul. Und auch Leonard Münz verlässt VfB. Und jetzt geht es rein ins zweite Testspiel gegen Salernitana. Da haben jetzt einfach mal alles gewechselt, damit mal jeder Spieler gespielt hat. Oh, guter Ball auf Ludovic Reis und er macht hier das 1:0. Wahnsinnsleistung vom Niederländer und der belohnt sich jetzt auch. Oh, der Ausgleich ist wieder mal ein Traumtor. 1:1 steht es hier. Angelo Stiller. Macht das gut auf Chris Führig. In Real Life ist der Nationalspieler. Rennt hier allein aufs Tor. Chris Führig liegt rüber auf Dennis Undaf. Und er macht hier das 2:1 in der 88. Spielminute. Und das ist der Siegtreffer für Stuttgart. Leveling gut auf Dennis Undaf. Jetzt mit der endgültigen Entscheidung. 3:1 Sieg. Wir gewinnen das zweite Testspiel. Und dieser Sieg kommt deutlich früher als in der Augsburg-Karriere. Karasor kriegt ein Angebot aus den Niederlanden, aber das lehnen wir ab, der ist absolut gesetzt in unserer Startelf. Auch Silas kriegt das Angebot aus Marseille, aber das lehnen wir ab in der ersten Saison. Wir möchten eigentlich nichts verkaufen, außer ihr schreibt jetzt in die Kommentare und ihr sagt, ich soll das nächste Mal einen Silas ziehen lassen oder ich soll ihn auf die Transferliste setzen, weil ich jetzt das Angebot abgelehnt habe. Und somit geht es rein ins letzte Testspiel gegen den FC Genua. Oh, das ist das 1:0. Tospi, der mal bei Union Berlin gespielt hat, schießt hier das 1:0. Oh, da ist sogar noch das 2:0. Das letzte Testspiel werden wir wahrscheinlich verlieren. Jetzt ist es amtlich. Wir verlieren das letzte Testspiel. Das heißt einen Unentschieden, einen Sieg und eine Niederlage. Das heißt eine ausgeglichene Bilanz nach den Testspielen. Und das ist ganz okay, finde ich, für VfB Stuttgart. Und jetzt hat er uns endlich auch Lilian Egloff verlassen. Er wechselt zu den Whitecaps.
Somit sind wir am 1. August angekommen. Das heißt, in der nächsten Episode starten wir rein in die Bundesliga mit zwei selbstgezockten Partien gegen Bochum und RB Leipzig. Das wird richtig geil und wahrscheinlich noch ein paar Transfers, aber das müsst ihr mir sagen. Soll ich jemanden noch verkaufen, der jetzt im Kader ist und holen? Haben wir einfach keinen Bedarf mehr, denn wir haben eigentlich alles doppelt besetzt. Aber ihr könnt jetzt entscheiden, ob jemand von dieser Mannschaft uns noch verlassen soll. Ich zeige es euch noch ganz kurz, wer da noch alles dabei ist. Eigentlich müssten uns noch Milosevic, Castanaras und Haraguchi verlassen. Haraguchi per Transfer und Castanaras und Milosevic wahrscheinlich per Laie. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Dienstag wieder, wenn es weitergeht mit einer Four Seasons to Glory. Am Donnerstag startet dann die Ajax Amsterdam Karriere und dann ist schon wieder Sonntag. Geht es weiter mit dem VfB Stuttgart. Ciao, ciao.